Das Punkt ist der Kollege Hans-Peter Uhl für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, es war 2002, also vor 14 Jahren, als Rot-Grün das Prostitutionsgesetz mit großem Brimborium verabschiedet hat. Es ging damals darum, zu Recht würde ich sagen, das Verdikt der Sittenwidrigkeit von diesem Milieu zu befreien. Und das ist ja richtig. Nur, man hat dabei eines übersehen. Man hat dabei übersehen, dass es sich um einen Lebenssachverhalt handelt, bei dem Schwache, häufig aus dem Ausland kommende, nicht deutsch sprechende, hilflose Frauen starken, mit krimineller Energie ausgestatteten Männern gegenüberstehen, die alles tun, um diese schwachen Frauen auszubeuten, um damit Geld zu machen. Das ist der Lebenssachverhalt, ein kriminogenes Milieu, um das es sich handelt. Und was muss der Staat in solchen Dingen tun, wenn sich ein extrem schwacher und ein extrem starker gegenübersteht? Der Staat muss kontrollieren, regeln, eingreifen zum Schutz der Schwachen. Das ist die Aufgabe des Staates, nicht nur in diesem, sondern in allen anderen Lebenssachverhalten, wo sich Schwache und Starke gegenüberstehen. Eigentlich eine Banalität. Aber diesem Umstand wurde nicht Rechnung getragen in dem Gesetz vor 14 Jahren. Nein, man hat jede Regelung unterlassen. Das Ergebnis ist hier mehrfach beschrieben worden. Ich will das nicht mehr wiederholen. Die Starken haben sich ausgetobt auf Kosten der schwachen Frauen. Und wir haben einen Zustand in Deutschland erreicht, der eine Schande für diesen Rechtsstaat ist, nämlich Bordell Europas geworden zu sein. Diese Frauen kommen hierher, naiv zum Teil, mit Versprechungen, dass sie viel Geld verdienen können in kurzer Zeit. In Wahrheit werden ihnen sofort die Pässe abgenommen. Sie werden behandelt wie Ware. Sie werden von einem Bordell in das andere geschickt. Sie wissen gar nicht, in welcher Stadt sie sind. Sie müssen irgendwelche Reisekosten oder sonstige Dinge zurückbezahlen. Das heißt, ich will das nicht weiter beschreiben. Es ist alles sehr schlimm und zum Teil auch beschrieben worden. Die Verbrecher, und das sind Menschenhändler, sind zu allem bereit. Und der jetzige Menschenhandelsparagraf, den wir haben, der baut darauf auf, leider, auch das ist mit Recht von Kollegen gesagt worden, baut darauf auf, dass der Menschenhändler das Opfer dazu gebracht hat, sich der Position hinzugeben. Das heißt, es muss im Kopf des Opfers etwas passiert sein, was üblicherweise vor Gericht kaum zu beweisen ist. Es sei denn, es kommt zu einer Aussage des Opfers, der war es, der Menschenhändler. Und da erleben wir fortlaufend, dass diese Aussage entweder nie zustande kam oder wohl bei der Polizei einmal zustande kam, aber dann rechtzeitig vor der Gerichtsverhandlung vom Opfer widerrufen wurde. Das ist typisch für dieses Milieu. Das heißt, Verbrecher, die mit Menschen handeln, die Frauen ausbeuten, zur Position zwingen, die haben natürlich auch die kriminelle Energie, ihr Opfer zum Schweigen zu bringen. Das ist der Sachverhalt, um den es hier geht. Und deswegen ist die Richtlinie, die EU-Richtlinie, auf dem richtigen Weg, wenn sie uns, den Mitgliedstaaten, vorgibt, zu sagen, wir müssen die Menschenhandelsrichtlinie so formulieren, dass es auf die Opferaussage nicht ankommt. Selbst wenn sie ihre Aussage zurückzieht, muss der Menschenhändler verurteilt werden können. Davon sind wir weit entfernt. Wir haben Hunderte von tatverdächtigen Menschenhändlern und von den Hunderten wurden im Jahr 2013 ganze 79 verurteilt in Deutschland. Wir haben Hunderte auch im letzten Jahr, im Jahr 2014 gehabt und da wurden nur 82 verurteilt, um ein Gespür zu bekommen für den Umfang der kriminellen Energie und der tatsächlichen kleinen Zahl von Verurteilten. Im Koalitionsvertrag haben wir deswegen mit Recht das Problem beschrieben und aufgefordert, hier ein besseres Gesetz zu machen. Und da möchte ich noch mal der Wahrheit zuliebe auf eines hinweisen. Wir waren schon mal so weit wie heute, am Ende der letzten Koalition mit der FDP, und haben einen Gesetzentwurf gemacht, der diese Probleme behandelt.
Und dann war es eben nicht so, wie die Frau stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Reimann, gesagt hat vorhin in der Debatte, dass das im Bundesrat mit den Stimmen der CDU-CSU gestoppt worden ist. Nein, bitte nachlesen, zum Beispiel bei Spiegel Online am 20. September 2013. Es war der Bundesrat mit der Mehrheit der SPD, der Grünen und der linken Stimmen, die diese Gesetzentwürfe aus der letzten Koalition gestoppt haben. Das muss man der Wahrheit zuliebe hier doch noch sagen dürfen. Wir wollen diese Verbrecher hinter Schloss und Riegel bringen. Das ist unser Ziel. Und da ist es natürlich schon etwas irritierend, wenn jetzt schon der Bundesjustizminister Maas sagt, auf die Opferaussage wird es auch in Zukunft immer noch schwerpunktmäßig ankommen. Das ist bedauerlich. Das ist genau das, was wir nicht wollen, dass es auf die Opferaussage ankommt. Also bitte ich darum, alle Beteiligten an der Debatte, die jetzt beginnt, in den Ausschüssen und bei der Anhörung, offen zu sein für Nachbesserungen dieses Gesetzentwurfs. Wir brauchen den Rat der Praktiker, der Polizeibeamten, der Staatsanwälte, die in diesem Milieu unterwegs sind, weil hier nicht die Fachkunde und Sachkunde sein kann, wie man diese Verbrecher hinter Schloss und Riegel bringt. Das müssen wir von den Anhörpersonen in Erfahrung bringen. Also wir bringen diese Offenheit mit. Die SPD hat uns dies auch zugesagt, Frau Högel, dass wir die Anhörung sehr ernst nehmen und auch bereit sind, noch nachzubessern. Denn ein Ziel haben wir doch hoffentlich alle gemeinsam, dass wir diesen jetzigen Zustand beenden, dass Deutschland das Modell Europas ist. Und dann können Sie sich von der Opposition nicht darauf beschränken, dieses zu reklamieren, zu beklagen und dann aber zu sagen, dass man Prostituierte zwingt, sich anzumelden, dass man Prostituierte zwingt, einer Gesundheitsuntersuchung sich regelmäßig zu unterziehen. Das heißt, ihnen Pflichten auferlegt, das beklagen Sie ja. Wo Kenner sagen, genau diese Pflichten wünschen Sie die Betroffenen, weil sie damit aus den Klauen des Zuhälters herauskommen und sich diesen Pflichten gerne unterwerfen, um befreit zu werden von diesen Menschenhändlern, die sie auf schändliche Weise malträtieren. Das ist die Logik dieser Verpflichtung, die eigentlich keine echte Verpflichtung ist zulasten der Betroffenen, sondern zugunsten der Betroffenen. Das muss man verstanden haben, wenn man über dieses Milieu redet.